Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Callisto Protocol. Wir sind immer noch auf dem Weg zur Bahn und sind hier in diesem unteren Teil angekommen. Suche nach dem gefallenen Brückenübergang. Ja, der ist dort hinten und da höre ich schon was. Da höre ich schon was. Da gehen wir in die andere Richtung. Alles, was nicht schön klingt, überspringen wir. Aber es geht halt nicht anders. Nee, die Waffe lässt du schön draußen. Guck mal da hinten. Weg da. Shit. Ist er tot? Ah, ja, okay. Weg da. Komm, schieß auf die Tentakel. Oh, shit. Das sind ein bisschen viele jetzt gerade, ne? Auf die Tentakel, los. Dann ist er noch. Come on. Sehr gut. Nein, der lebt noch. Aber gut ausgewichen. Ja. Fuck. Er ist mutiert. Es war aber nicht mal so ein schlechter Versuch, glaube ich. Oder? Das war nicht schlecht. Vor allem, es sind einige Gegner und ich sollte eigentlich die meisten von denen da in die, sag schon, da in dieses drehende Ding da schießen. Das kann er aber nicht aufmachen, okay. Na gut. Ist er tot? Nee. Okay. Schieß weg das Zeug da. Lol, er hat mich nicht getroffen und ich bin auch nicht ausgewichen. Ja, ist aber ein bisschen viel auf einmal. Und das ist das Gesicht weg. Ja, ich muss irgendwie einzeln gegen die kämpfen. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich sollte einzeln kämpfen. Sprich, irgendwie die schön nacheinander ranziehen. Habe ich Injektionen? Tatsächlich gar keine. Das ist bedauerlich, dass ich das nicht habe. Und zieh den mal dahin. Scheiße. Gut ausgewichen. Ja, los. Der ist ja doch trotzdem mutiert. Warum? Ja, scheiße, jetzt sterbe ich eh wieder. Der erste Versuch war tatsächlich der beste. Warum auch immer. Ach, das ist doch scheiße. Hätte ich damit vielleicht ein bisschen mehr Damage machen können? Guck mal, ich hab getroffen. Zieh den mal her hier. Na los. Weg damit. Nein, da kommen sie raus. Die Tentakel. Perfekt. Schieß drauf da, komm. Oh je. Hat er mir einfach das halbe Gesicht weggeschlagen. Ja gut.
Wie mache ich das am besten? Ist es explodiert? Nee, ne? Komm, zieh den mal her. Töte ihn, bevor die anderen kommen, okay? Weg da. Ja, da mutiert sich schon wieder der Erste. Weg da. Hier wird sie nicht mutiert, verstanden? Soll mal weggehen da. Na los. Kann der jetzt endlich mal sterben? Ja, geht doch. Der hat keinen Kopf mehr, auch gut. Oh boy. Er hat kein Gesicht mehr, aber die Tentakel kommt trotzdem raus. Na komm. Mach weg da. Okay. Alle tot. Gesundheitsskill, das ist super. Kannst du mir auch gleich was davon geben? Nee. 104 Callisto Credits. 104 Callisto Protocols, genau. Nochmal, noch mehr Credits. Der hier. Was hat der? Nichts. What? Jetzt ist wenigstens der Sound wieder synchron. Das ist auch schön. Das kannst du mal nutzen. Okay. Revolver-Munition, das finde ich super. Ich hätte die eigentlich alle da reinschießen können. Das wäre am einfachsten gewesen, aber ich bin ja auch gar nicht erst bis dahin gekommen, gefühlt. Das war so ein bisschen das Problem. Aber ja, hier hätte ich auch noch einen reinwerfen können. Möglichkeiten hätte es genug gegeben, aber... Jacob, hey, hier drüben! Wer hat das gesagt? Elias, wo ist er denn? Oder muss ich hier durch? Nee. Jacob! Wo oben? Hä? Ja, aber... Geht's hier nicht durch? Das ist nix. Hä? Ja, aber wie komme ich denn da hoch? Oder vielleicht... Ah, ich muss... hin. Ja, okay. Gut. Hätten wir das aber geklärt. Na komm. Hopp, hopp. Zück die Waffe lieber, mein Freund. Zück sie. Jacob, hey, hier drüben. Komm rauf, ist nicht so übel. Da soll ich hochklettern? Tja, willst du von diesem Felsen runter? Ja, gutes Argument. Kinderspiel, schau nur nicht runter. Ja. Kann ich das irgendwie ranziehen? Nee. Das fällt garantiert runter. Ich sehe scheiße aus. Ich rieche auch so. Da hat jemand nicht erwähnt, dass ich drin baden muss. Ich habe gesagt, dass es nicht leicht wird. Aber du hast es ja geschafft. Naja, wir beide. Noch nicht. Aber es wird. Komm, reich mir die Hand. Ja, super. Schneller! Mach schon, schnell meine Hand! So, jetzt mach schon, Jacob.
Scheiße, Mann! Die Biester verändern sich! Mutieren! Ja, ich denke, wir sollten von hier verschwinden. Hey, warum der Anzug? Die Station nahm bei der Räumung Schaden. Wir müssen raus, um zur Bahn zu kommen. Da, zieh einen Anzug an. Der Sturm kommt immer näher. Wenn du soweit bist, starte ich die Schleuse. Ich hab dich nie gefragt. Wofür sitzt du? Was? Hast du Angst, dem Mörder zur Flucht zu verhelfen? Ja, schon. Nun, das tust du. Und jetzt? Pass auf. Es ist lange her, okay? War Selbstverteidigung. Falscher Ort, falsche Zeit. Ich habe damals viele Fehler gemacht. Ja, ich denke, du hattest wohl einfach Pech. Nein. Nein, nein. Ich habe anderen die Schuld gegeben, bis ich merkte, dass sie bei mir lag. Keiner entkommt seiner Schuld. Da hat er recht. Hätte ich nicht besser sagen können. Der lebt noch? Alles hat seinen Preis. Nein! Nicht! Perfekt. Verloren? Visieren geöffnet. Funktion der Helmdichtung. Versuchsaufgehalt kritisch. Tja, der ist weg. Der Elias. Junge, Junge, Junge. Jetzt sind wir plötzlich im Schnee draußen. Gucken wir mal morgen, wie das so wird hier, ne? Auf jeden Fall war es das für heute. Ich bedanke mich beim Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.